Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Sonntag, wir befinden uns auf dem Weg in den Urlaub und für euch habe ich eine neue Kartenidee mitgebracht. Und zwar haben wir ja am Dienstag unser Stemtainment gehabt und da haben wir mit der Produktreihe Pflanzecke gearbeitet. Das Stemtainment, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr nicht dabei wart, könnt ihr euch das Replay hier oben unter dem i noch einmal ansehen. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch eine Kartenidee zeige. Letzten Sonntag hatten wir ja dieses kleine Gewächshaus. Guck mal, das habe ich sogar auch noch hier stehen. Das haben wir in der letzten Woche gebastelt. Dann hatten wir die Projekte bei Stemtainment. Und heute habe ich noch mal eine besondere Kartenidee. Und zwar ist das auch eine Aufstellkarte, eine Easel-Card, die sich aber ein bisschen anders aufstellt, nämlich so. Und die hat einen ganz simplen Mechanismus, der aber diesen schönen Effekt hier bringt. Die Idee, ich sag's vorneweg, Credits sind in der Infobox, ist nicht von mir, sondern ich habe dieses Video gesehen bei Carrie Timms. Das ist eine Stampin' Up-Demonstratorin aus UK, aus England. Und ich habe diese Idee übernommen, habe das ein bisschen abgewandelt in den Maßen, habe ein ganz klein wenig andere Produkte verwendet, also die Pflanzecke natürlich auch, aber von den Etiketten her etwas anderes. Und ich habe hier den Aufstellmechanismus ein bisschen abgewandelt, aber grundsätzlich ist die Idee von ihr. Sie hat das nachgebastelt, sie hat einen Kartenswap aus ihrem Team bekommen und da war die Karte so gestaltet mit dem Set handgemalt, wie handgemalt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch heute. Wir haben eine Grundkarte, 20 cm mal 14,5 cm, gefaltet bei 10 cm und diese vordere Seite noch einmal in der Mitte bei 5 cm. Die brauchen wir nämlich, um es aufzustellen. Und deswegen ist die Karte dieses Mal auch ein bisschen schmäler als sonst. Normalerweise haben wir ja eine Grundform von 10,5 cm mal 14 bzw. 14,5 und diesmal sind es nur 10 cm, damit wir hier mit dem Maß nicht so krumm werden. Also diese beiden Panels, also diese beiden Seiten sind 5 cm in der Breite. Und dementsprechend haben wir dann auch unsere Kartenaufleger. Ich habe hier Farbkarton in Aquamarin, mal nicht in Grün. Ihr könntet auch mit Minzmakron oder Celadon arbeiten. Und die sind geschnitten auf 14,2 in der Höhe und 4,7 in der Breite, zwei Stück. Und aus dem Designerpapier habe ich mir noch dieses Mauerwerk genommen, das helle Mauerwerk. Und das ist geschnitten auf 13,9 mal 4,4. Diese beiden Stücke, zwei Stücke. Und zu dem anderen kommen wir gleich noch. Und das kleben wir schon einmal übereinander. Das sind diese beiden Panels hier. Ich nehme hier mal meine Silikonmatte, damit ich mir hier meine neue Arbeitsunterlage nicht gleich einmatsche. Ihr könntet das jetzt auch arbeiten mit dem Mauerwerk. Wir haben ja in dem Designerpapier Pflanzecke auch noch ein. Ihr könntet zum Beispiel auch dieses Granit- oder Marmorpapier nehmen. Ihr könntet hier dieses Holzdesign nehmen. Ihr könntet dieses Holzdesign nehmen. Wir haben ja auch noch dieses zimtbraune Mauerwerk. Also da seid ihr in eurer Kreativität nicht gebremst. Ich fand das aber ganz nett. Ich mag ja helle Karten grundsätzlich sehr gerne, wenn die so eine helle Basis haben. Obwohl ich jetzt in dieser Produktreihe auch einige mit einer dunklen Kartenbasis gebastelt habe. So. Die beiden haben wir auch. Und das können wir uns hier auch schon mal vorne auf die Karte kleben. Wie gesagt, das ist ja hier in der Mitte bei 5 cm gefalzt. So. Und dann kümmern wir uns gleich um das Karteninnere. Da habe ich ja diesen Aufstellmechanismus angebracht. Und da habe ich auch wieder ein Stück Farbkarton in Aquamarin. Und das ist geschnitten auf 14,2 mal 2,5 cm. Und ein Stück Designerpapier, das ist die Rückseite von diesem hier. Das mag ich sehr gerne durch die Monstera und das harmoniert mit dem Aquamarin sehr gern, sehr gut. Wie gesagt, ihr könntet auch auf Minzmakron und Celadon gehen. Und das ist geschnitten auf 13,9 mal 2,2. Also 3 mm kleiner in der Länge und in der Breite.
Das wiederholt quasi von der Vorderseite dieses Panel, nur halt mit einem anderen Designerpapier. Und das kleben wir uns gleich erstmal auf mit Dimensionals, damit wir nämlich hier diese Höhe haben, um die Aufstellkarte zu fixieren, dass sie da quasi einrastet, in Anführungsstrichen. Dazu müssen wir das ein bisschen erhöht aufkleben. Da nehme ich mir einfach Dimensionals. Ruhig auch einen mehr. Und klebe mir das mit ein ganz klein bisschen Abstand wieder, damit man die Mattung hat, oben, unten und an der Seite etwa gleich. Und dann habt ihr hier den Mechanismus zum Aufstellen. Hier setzen wir gleich noch zwei Glitzis mit drauf. Einen großen und einen kleineren. You can never have too much bling bling. Und das ist ja auch das, was man, wenn man die Karte hinstellt, sieht. Und jetzt kümmern wir uns um die Dekoration. Die Grundkarte steht. Wir kümmern uns um die Dekoration. Und dazu habe ich, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz gucken. Ich habe mir Etiketten gestanzt. Ich habe hier Farbkarton Papaya und nochmal Farbkarton Aquamarin. Und ich nehme mir zwei Etikettensets, eigentlich drei, das andere kommt aber ein bisschen später, die für mich zu den Must-Haves im Bastelschrank gehören. Das ist ein Stanzenset, das haben wir schon etwas länger. Das sind die Etiketten mit Stil. Und da nehme ich mir dieses Etikett heraus. Damit haben wir am Dienstag auch schon gearbeitet. Und diesen Lageneffekt mit den Etiketten, diese Spielerei mit den Etiketten, die fand ich bei der Karte besonders schön. Dann haben wir hier die Stanzform gewählte Konturen. Die gibt es im Moment mit 10% Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf im Produktpaket mit dem Stempelset konturiert und koloriert. Wenn euch das Stempelset nicht gefällt, das ist ja nicht jedermanns Sache, ich hol's mal eben. Das ist dieses Stempelset. Da gab es ja das Problem mit dieser Blüte, die passte nicht optimal in die Stanzform. Dieses Problem ist mittlerweile behoben. Aber wie gesagt, wenn euch das Stempelset nicht gefallen sollte, obwohl ich es total schön finde, dann lohnt sich tatsächlich auch dieses Stanzformset. Es sind ja nur diese beiden Stanzen, die auf das Stempelset abgestimmt sind. Der Rest sind Basic-Stanzformen und ich mag sie halt besonders gerne. Und daraus nehme ich mir den mittleren Rahmen, das ist dieser, und den stanze ich mir aus Farbkarton in Papaya. Und dann haben wir hier noch, dazu habe ich ein Stück extra starken Farbkarton, haben wir hier noch ein neues Stanzformset, und zwar die Anhänger nach Maß. Und da nehme ich mir diesen, glaube ich, ja, den kleinsten, und das stanze ich mir aus Farbkarton in Grundweiß, den extra starken, und dann nochmal diese Lochverstärkung aus Papaya. Ich hole mir mal eben meine Stanzmaschine und dann geht's los. So, da ist die Stanzmaschine. Meinen ganz normalen Stanzaufbau, das ist die Grundplatte, Auflegeplatte, die erste Acrylplatte, das ist meine Stanzplatte, die nutze ich immer nur zum Stanzen. Dann habe ich den Farbkarton Papaya. Und guck mal, da könnte ich mir die Lochverstärkung, um Material zu sparen, da außer Mitte gleich mit ausstanzen, weil das wird eh gecovert. Nee, das mache ich nicht. Ich mag das nicht. Wir fangen hier mal keine neuen Spielereien an, weil man sieht es vielleicht doch noch von hinten. Denn unsere Karte poppt ja ein bisschen auf. Die Dekoration. So, dann haben wir das Etikett. Wir haben die Lochverstärkung. Da haben wir gleich drei auf dem Mal. Da kann man sich quasi welche beiseite legen. Für schlechte Zeiten. Dann haben wir Farbkarton Aquamarin und unser Etikett aus Farbkarton Grundweiß. Das können wir in einem Rutsch durchstanzen. Und die Stanzmaschine brauchen wir gleich auch nochmal zum Prägen. Und zum Ausstanzen unserer Stempelmotive.
Das legen wir erstmal beiseite. Die Stanzmaschine tue ich noch nicht ganz weg. Ich habe jetzt hier noch den Aufleger, der hier genau reinpasst. Das ist Farbkarton Grundweiß. Und zwar der normale. Und der ist geschnitten auf 5 x 10 cm. Da steht's. Und den stanze ich mir mit der Prägeform, das ist eine 3D-Prägeform, Makramee. Die passt gut zu der Produktreihe, aber dadurch ist hier der Hintergrund, man sieht das nicht so stark, aber dadurch ist er nicht ganz so langweilig. Ich muss mir meinen Aufbau ein bisschen verändern, und zwar brauchen wir nur die Grundplatte ohne Auflegeplatte, unsere 3D-Prägeform und die Spezialplatte. Die Spezialplatte ist im Lieferumfang der Stanz- und Prägemaschine dabei. Ihr könnt sie aber, wenn ihr eine Big Shot habt, auch einzeln erwerben. Ihr braucht sie nur für unsere 3D-Prägeform auf alle Fälle. Wir setzen schon mal zusammen, was wir zusammensetzen können. Das ist einerseits das geprägte. Ach, guck mal, hier habe ich es mir sogar draufgeschrieben. 5 x 8,4. Was habe ich euch da erzählt? 5 x 10. Warte mal, wir gucken mal. Ich bin tatsächlich verrutscht. Die 5 mal 10 cm, das waren die Falzungen. Also 5 mal 8,4 cm. Schaut immer in die Untertitel, da sind die richtigen Maße drin. Ich setze euch die auch nochmal in den passenden Blogbeitrag. Also es gibt heute dann auch noch einen Blogbeitrag auf meinem Blog dazu. Das passt da perfekt rein. Dann haben wir hier unser Etikett und da fangen wir schon mal an zu stempeln. Ich nehme mir das Stempelset Grünes Dankeschön und da gibt es ja hier drin dieses von ganzem Herzen. Das wäre mir hier aber zu lang geworden, deswegen habe ich mir das einfach ein bisschen eingekürzt. Das zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. Ich ziehe mir das auf einen Stempelblock. Nehme mir das Memento-Stempelkissen und hier ist es noch relativ einfach, wir müssen nichts abdecken, sondern ich gehe wirklich nur, ich kann ja hier durchgucken durch die Stempel, mit dem Herzen, also mit dem Textherzen auf das Stempelkissen. Achte darauf, dass ich hier nichts von dem Ganzen erwische, kann ich auch nochmal mit dem Finger lang gehen und stempel mir das hier einmal auf. Jetzt ist es wichtig, den Stempel einmal zu reinigen, und zwar gut zu reinigen. Das funktioniert mit unseren Reinigungspads ganz gut. Wir gehen nochmal auf Nummer sicher, dass nichts mehr dran ist. Und jetzt mache ich das Gleiche, indem ich nur das von einfärbe. Ja, da ist nichts weiter an das G gekommen. Und das davor setze. So, das ist jetzt ein bisschen weiter rüber gerutscht, ist aber nicht so schlimm. Ich habe auch ein bisschen stark aufgedrückt, alles nicht so wild. Und jetzt nehmen wir uns das Danke einfach nur darüber. Das kann man nämlich jetzt besser positionieren, als wenn wir damit angefangen hätten. Und zack, haben wir den kleinen Text individuell verkürzt und angepasst. Dieses von ganzem Herzen hätte da nämlich nicht drauf gepasst. Aber wir sind ja kreativ, nicht wahr? So, jetzt habe ich noch die Lochverstärkung. Und irgendwo habe ich auch meinen kleinen Applikator, mein kleines Applikatorfläschchen. Das aber auch nichts bringt, wenn man einen ordentlichen Klecks da drauf setzt. So, und dann covern wir uns das hier einmal. Ihr seht, ein bisschen Klebemittel läuft daneben, weil ich ein bisschen zu viel erwischt habe. Aber auf der Silikonmatte ist das kein Problem. Das Element haben wir auch schon fertig. Dann haben wir das Element fertig. Jetzt brauchen wir hier noch dieses Fähnchen. Und da habe ich einen Streifen aus Lodengrün.
passt wunderbar dazu. 1,3 cm Höhe und 8 cm in der Länge. Ihr könnt euch das Fähnchen mit der Hand schneiden, also mit der Schere. Oder aber ihr nehmt das Fähnchen, also die Stanze, Fähnchen nach Wahl. Nee, Stanze nach Wahl, Fähnchen, so heißt sie richtig. Und schiebt euch das hier einfach rein. Ich habe das extra so bemessen mit den 8 cm, dass es hinkommt. Und stanzt das aus. Und dann habt ihr das passende Fähnchen dafür. So, das können wir uns schon einmal drüber setzen. Und dann stempeln wir gleich noch unsere Motive, bevor wir das alles zusammenfügen. Das kommt da gleich noch mit drauf. Jetzt kommt mein Mann. Puh, er kam mit einer Miene an. Ich habe gedacht, es wäre was passiert. Nee, er brauchte nur die Impfpässe, weil er zur Apotheke geht, um zu gucken, ob wir den QR-Code bekommen. Dafür, dass wir vollständig geimpft sind, weil wir ja in Urlaub fahren. Und den Fahrradschlüssel brauchte er. Okay, wir fangen an zu stempeln. Ich hole mir mal eben Stempelfarbe. Wir brauchen Granit, Aquamarin, Gartengrün und ich denke mal Farngrün, obwohl das hier wahrscheinlich grüner Apfel ist, aber ich werde mal Farngrün nehmen. Wir haben ja am Dienstag auch eine Easel-Card gebastelt, also so eine Aufstellkarte. Das war die, die wir am Dienstag gebastelt haben. Und da habe ich das Töpfchen in Zimtbraun gestempelt. Und jetzt werden wir es einfach mal in Granit stempeln. Das heißt, wir nehmen uns das Töpfchen. Das ist übrigens von Zimtbraun und Terracotta die Farbe, die kriegt ihr von dem Stempel nicht mehr ab. Das beeinflusst das Stempelergebnis aber nicht. Wir haben das Töpfchen in Granit. Dann haben wir dieses rankende Kraut. Es gibt dafür einen Namen, aber ich glaube, der ist politisch nicht korrekt. In der heutigen Zeit muss man da ja ein bisschen mit aufpassen. Aquamarin. Da könnte man, wie gesagt, auch Minzmakrone oder Seladon nehmen. Dann haben wir Gartengrün. Da nehmen wir diesen. Und wir haben, hier ist es, glaube ich, grüner Apfel, aber ich nehme jetzt mal Farngrün für dieses Teilchen. Heute wird es, glaube ich, nicht besonders hell bei uns. So. Das ist eine schöne Farbkombi, ein bisschen dezenter. Und da stanzen wir uns jetzt auch nochmal aus. Das heißt, ich hole mir nochmal die Stanzmaschine. Wir brauchen den Stanzaufbau, Grundplatte, Auflegeplatte, Stanzplatte. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was hier runtergefallen ist. Nichts, was wir jetzt brauchen. Ich finde es auch gerade nicht. So. Die Stanzform zu dem Stempelset passend dazu. Dann haben wir das Töpfchen. Ich habe jetzt hier keine magnetische Platte drunter liegen. Behelf mir mit ein bisschen Post-it-Klebeband. Schaut mal in die Infobox. Ihr könnt auch normale Post-its nehmen. Die Pflanze, deren Name nicht gesagt werden darf. Dann haben wir diese. Dazu gibt es übrigens auch ein Motiv im Designerpapier, was ihr damit ausstanzen könnt. Und dieses. Das ziehe ich mir einmal durch.
dieses Knacken ist normal, dann habt ihr eine Stelle erwischt, wo die Stanze noch nicht eingegriffen hat in die Acrylbox. Also die Post-it-Streifen hebe ich mir auf und dann habt ihr das perfekt ausgestanzt, ohne dass ihr euch Gedanken machen müsst, dass da was verrutscht. So kleine Helferchen sind ja immer erlaubt, wenn man keine magnetische Platte hat. Und selbst die magnetische Platte ist ja nicht der Garant dafür, dass es immer klappt. So. Und das Pflänzchen. Und dann arrangieren wir unsere Karte. Wir fangen mal nur damit an. Das Aufsetzen machen wir gleich noch, wenn alles arrangiert ist. Das heißt, wir fangen an. Wir haben hier unser Pöttchen. Das setzen wir einmal plan auf. Ich muss da mal die Düse freimachen. So. Das Etikett können wir uns auf alle Fälle auch schon mal aufsetzen mit Dimensionals. Vielleicht hole ich die Karte auch einmal, damit ihr es vergleichen könnt, hier mit rein. Einmal das Etikett hier quer rüber. Es macht wirklich Spaß, mit so verschiedenen Etiketten zu arbeiten und die übereinander zu setzen. Dann setzen wir uns dieses Teilchen hier so ein bisschen drunter drüber locker flockig auf. Mini-Dimensionals habe ich heute auch schon gehabt. Ihr müsst das nicht flächig fixieren, nur damit es so ein bisschen, na komm weg da, so ein bisschen wenigstens fixiert ist. Da können wir das Schild schon gleich mit aufsetzen. Und hier setze ich mir unter das Löchlein schon ein Dimensional mit, so einen kleinen, so einen Mini, weil wir haben ja hier die Höhe und der hält uns gleich auch noch die Schleife, die wir damit draufsetzen. Ups, komm her. Und jetzt noch unsere Grünpflanze mit rein. Die wollte ich hier eigentlich so ein bisschen mit einfädeln. Warte mal, wie gehe ich denn da jetzt am dümmsten vor? So, drunter, drüber, wie auch immer. So passt das. Dann haben wir noch das Teilchen. Wir fixieren das gleich nochmal, aber erstmal müssen wir das aufsetzen. Schere. Das ist das, was ich finde, was bei diesem Set so wahnsinnig viel Spaß macht. Man kann so die Elemente arrangieren und ganz individuell zusammensetzen. Das finde ich an dem Set. Und es sind immer wieder die gleichen Elemente, aber auch immer wieder neu arrangiert. Und das finde ich, macht es so schön. Manchmal tauscht man die Farben einfach ein bisschen aus. Jetzt brauchen wir noch ein Schleifchen. Da nehme ich mir wieder das Kordelband, die Kordel Basics. Das erinnert mich so ein bisschen, also ihr könnt auch einen Leinenfaden nehmen, aber mich erinnert gerade dieses Band so ein bisschen an Makramee-Schnur. Wer von euch schon mal Makramee geknüpft hat, der weiß, was ich meine. Die ist ja eigentlich so ein bisschen derber. Sie fühlt sich nicht so derber an, aber sie ist so, ja, die hat so ihren ganz eigenen Charme.
Und das fixieren wir uns hier einfach an dem durchscheinenden Dimensional. Wenn euch die Klebekraft nicht ausreicht, nehmt einfach noch einen Glue-Dot, den ihr damit draufsetzt. Mir fliegt hier schon wieder alles um die Ohren. Mir vielleicht ein bisschen zu wenig Klebekraft, aber da habt ihr dann zumindest den Unterbau in der Höhe. Das habe ich hier nämlich nicht bedacht, dadurch fällt das hier so ein bisschen ab. Und dann haben wir, das haben wir am Dienstag auch gemacht, noch diese kleinen Blüten, die Zierblüten, und dadurch machen wir unsere Grünpflanze gleich zu einer Blühpflanze. Künstlerische Freiheit. So, und greifen dann quasi das Papaya nochmal mit auf. Dann haben wir nämlich gleich drei Elemente in Papaya da drauf sitzen. Mal gucken, ob mein Crystal Effect sich jetzt über Nacht entschieden hat, nachzulaufen und da rauszukommen. Die scheint verstopft zu sein. Wer macht denn sowas? Kommt sie jetzt wieder raus? Warte mal, ich brauche ein Stück. Nicht, dass das jetzt im Schwall rauskommt. Da ist ein kleiner Pfropfen, der es verstopft hat. Seht ihr das da? Das ist, wenn man so Dinge lange nicht benutzt, dann verstopfen die auch mal. So, wir brauchen auch nur einen ganz kleinen Klecks. Obwohl, so lange habe ich es ja nur auch nicht verwendet. Sind da ja auch noch Glitzerpartikel drin. Vielleicht lag es daran. Und dann nehme ich mir noch eine kleine Blüte und setze die daneben. Weil das ist wie bei Bob Ross mit den Bäumen. Jeder braucht so seinen kleinen Freund dabei. Und damit ist unser Etikett gestaltet. In mehreren Lagen. Und ich finde es so schön. Und jetzt müssen wir es nur noch hier auf die vordere Karte bekommen. Dass es nämlich auch so schön hoch steht. Aber wie will man das hier auf der Spitze fixieren? Da gibt es einen ganz einfachen Mechanismus. Die Dinge sind manchmal so einfach. Ihr seht das hier, hier habe ich es mit Granit gemacht. Das sind einfach zwei Streifen Papier, die damit draufgesetzt werden. Und ich nehme jetzt einfach mal Weiß. Und die sind geschnitten auf 3x1 cm. 2x1 cm würde auch reichen. Die falze ich mir einmal in der Mitte. So. Das auch. Und klebe sie mir hier bündig an den Aufleger, in der Mitte des Auflegers, einmal aufkleben. Also nur zur Hälfte erstmal mit Kleber bestreichen. Gegenläufig. Und heute starten und landen die Maschinen über uns oder über uns hinweg. Das heißt, wir haben speziellen Wind. Normalerweise sind wir hier nämlich nicht die Einflugschneise. So, und jetzt kommt auf diese beiden Laschen Klebemittel und da setzen wir jetzt unsere Karte drauf. Ich bin hier nicht ganz mittig gelandet, deswegen werde ich sie mal ein bisschen so rübersetzen. Das Etikett sitzt hier nicht richtig drauf, ist egal. Okay. Ich habe nicht ganz die Mitte getroffen, da habe ich gepennt. Also das setzen wir jetzt auf, lassen das einen Moment anziehen. Ja. Und jetzt sollte es schon funktionieren, wenn wir es jetzt nämlich aufklappen, dann faltet sich hier dieser Mechanismus auf. Und dieses Panel steht wirklich vorne schön genau auf der Spitze dieser Karte. Ich fand die Idee so toll. Ich glaube, ihr gebt mir da recht. Die musste ich unbedingt mit euch teilen. Vielen lieben Dank an Carrie für das Zeigen dieser Idee. Ich habe sie ein ganz klein wenig nur abgewandelt, aber ich habe sie abgewandelt. Aber ich finde die Karte einfach traumhaft schön. Und vielleicht ist das ja auch nochmal eine weitere Idee. Ihr könnt das auch mit anderen Produkten umsetzen. Ich fand hier besonders auch die Art des Arbeiten mit den Etiketten so toll. Es hat mir extrem gut gefallen. Das sieht jetzt hier so ein bisschen nackert auf, wenn es nicht aufgestellt ist.
Okay, das ist meine Idee mit der Pflanzecke. Vielleicht habe ich noch mal die ein oder andere für euch zwischendurch, aber wir starten ja jetzt auch so langsam in Herbst und Winter. Ich bereite euch noch ein paar Sachen für meine Urlaubszeit vor, auch noch mal mit altbekannten Produkten. Und dann schaue ich mal, wie weit ich komme, und wir sehen uns dann in quasi unvorbereitet Echtzeit wieder nach meinem Urlaub Ende August. Und damit, ich bleibe aber weiter erreichbar per E-Mail. Wir sind ja nur in Dänemark, das wisst ihr, habe ich mittlerweile auch schon häufig kommuniziert. Und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, genießt den Sommer und bleibt vor allen Dingen auch kreativ. Bis ganz bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Tell you everything I've seen, the friends I've made.